allem einem am Herzen. Und das ist jetzt so etwas. Vor ziemlich genau 15 Jahren stand ich hier oben auf meiner ersten Probensitzung zu einem Durchführung für. Ich dachte, ich wäre nervös. Aber draußen stand ja noch jemand, der war viel nervöser als ich. Ein kleines Mädchen sollte damals zum allerersten Mal als Einzelmännchen auf die Bühne. Ihr Tanz, sie war eine Marionette an Seide geführt. 15 Jahre sind vergangen und es schließt sich ein Kreis. Ich stehe wieder oben, immer noch, und sie tanzt heute oben. Immer noch, bis zum heutigen Tage, habe ich sie 15 Jahre lang begleitet, 15 Jahre lang angesagt. Und sie wird heute Abend ihren allerletzten Tanz auf einer Probensitzung machen. Sie ist inzwischen weit über 20 und widmet sich anderen Aufgaben. Aber wir sehen sie jetzt noch einmal hier oben. The best of Lisa Schelke.
einfach aufhören mit irgendwas, ohne einen Nachfolger zu finden und sich selbst darum zu kümmern. Das ist der ewige Kreislauf. Wir sagen nie, hör auf mit deinem Job irgendwann. Du kannst es nur dann tun, wenn du jemanden hast, der ihn für dich macht. So schließt sich ein Kreis. Die Trainerin Carola sehe ich gar nicht. Los, Carola. Carola? Kommst du bitte? Der Kreis schließt sich. Carola selbst jahrelang aktiv getanzt. Hat irgendwann damit aufgehört und hat gesagt, jetzt trainiere ich. Und sie hat die Lisa 15 Jahre trainiert. Bis zum heutigen Punkt. Die Lisa, 15 Jahre getanzt, geht jetzt in den Trainerstab natürlich über. Der Tanz der blau-weißen Funken trägt schon heute ihre Handschrift. Und sie sagt, ich höre nicht auf, bevor jemand anders da ist. Und das ist die Jule, die in ihre Stadt vertreten wird. Und wenn man so weitermacht, dann lebt ein Verein, der lebt mit seinen Aktiven und hier wird das praktiziert. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll. Ich bin auch ein bisschen gehört, muss ich sagen. Lisa, ich weiß, dass du der Carola was mitgebracht hast. Und wir haben auch etwas für dich in diesem Fotobuch, was natürlich Tante Jutta gemacht hat. Sind alle Bilder drin, dann auch 15-jährige Karriere als Tanzweinchen. Wunderschön verpackt. Und wir danken uns bei den drei für ihre tolle Arbeit und das, was noch kommen wird in den nächsten 15 Jahren bei Corona, bei Lisa und bei Jule. Mit einem dreifach donnernden Beste. Steigen, und zwar Stufe 1. Geht das lauter? Stufe 1.